Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort die Frau Abgeordnete Sigismund. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Primas, Sie haben wirklich gar nichts verstanden. Sie haben nichts verstanden aus den vergangenen Debatten. Und das Entscheidende ist, dass Sie behaupten, dass jemand, der 11 Jahre Minister ist in diesem Land, weil er erst Wirtschaftsminister war und jetzt zuständig ist für Landwirtschaft und Umwelt, dass jemand, der 11 Jahre in so verantwortungsvollen Ämtern ist, nicht weiß, was er sagt und tut. Und da wischen Sie einfach drüber weg, und das finde ich unredlich, Herr Primas. Das finde ich unredlich, und das ist absolut inakzeptabel. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Ernährung ist eine Frage der Haltung, ja. Was wir essen, ist eine Frage des guten Geschmacks. Aber ich will Ihnen auch sagen, die Geschmacklosigkeiten, die sich Jürgen Reinholz in den vergangenen Monaten geleistet hat, die sprengen die Grenzen jeder Verdaubarkeit. Das muss ich Ihnen so klar sagen. Das ist eine Geduldsprobe, nicht nur für uns hier im Thüringer Landtag, die mit angucken müssen, wie ein ganzes Ministerium, in dem durchaus gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten, quasi lächerlich gemacht werden. Das ist eine Geduldsprobe für die Menschen im Land, die ja denen nicht egal ist, wie Massentierhaltung vor ihrer Haustür praktiziert wird. Und ich hätte jetzt sehr gern die Ministerpräsidentin, die nicht da ist, ich hätte sie sehr gern gefragt, wie sie es eigentlich zulassen kann, dass dieser Katastrophenminister über das Land gehen kann und gegen Bürgerinitiativen wettern kann. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist absolut inakzeptabel. Und ich hätte die Ministerpräsidentin sehr gern gefragt, ob ihr klar ist, dass er dieses Ministerium, was auch für umweltpolitische Aufgaben zuständig ist, an dieser Stelle der Lächerlichkeit preisgibt. Und ich hätte sie gerne gefragt, ob ihr klar ist, dass es wichtig wäre, dass sie sich dazu äußert. Und ich hätte sie tatsächlich auch gern gefragt, ob es sein kann, dass diese schwarz-rote Landesregierung dafür steht, dass jedem Agrarindustriellen, egal wo er herkommt, die Tür aufgerissen wird und Thüringen zum neuen Anbauland für noch mehr Schweinefleisch am Ende werden soll. Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Gegensatz zu Ihnen reden wir mit den Immerödern. Wir haben das getan. Wir setzen uns mit den Bedenken der Menschen auseinander. Wir nehmen sie ernst. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir nehmen auch die Demokratie in diesem Land ernst. Und mit der Aussage, die Herr Reinholz getroffen hat, und nochmal, er hätte es ja nicht gesagt, wenn er es nicht gedacht hätte. Ja? Wir nehmen die Demokratie ernst, und deswegen sagen wir ganz klar, dass Sie die Arroganz, mit der Sie die Menschen, die sich da solidarisieren, die sich da zusammentun, mit denen Sie ihnen da entgegentreten, genau das ist, was die Menschen nicht brauchen. Die brauchen nämlich Ermutigung dafür, gerade übrigens im Kyffhäuserkreis, wo die Menschen dafür hochsensibilisiert sind. Diverse andere Anlagen, meine sehr geehrten Damen und Herren, waren bereits in Rede. Ich will noch mal kurz mit Ihnen den Blick zurückwagen. Im Jahr 2003 war an der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt eben damals die größte Schweinemastanlage Europas geplant, mit über 100.000 Schweinen im Landschaftsschutzgebiet. Am Ende zur Grenze eines FFH-Gebietes auf massiven Druck ist erst 2007 am Ende, übrigens auch auf Druck des NABU und dank der Bürgerinitiativen vor Ort, dank der Menschen und Lokalpolitiker und Politikerinnen vor Ort entschieden worden, dass es dazu nicht kommt. Und Sie diskreditieren all jene, die da jahrelang sich bemüht haben, genau das zu verhindern. Und es ist ein großer Fehler für einen Minister, der auch für Umweltpolitik zuständig ist, an dieser Stelle genauso zu agieren, wie Sie es tun. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt keinen Grund, bei einem Ausbau von 1.900 Tieren Kapazität auf knapp 50.000 so zu tun, als ob es keine Folgen für die Umwelt gäbe. Oder als ob die Haltung am Ende bei der Vollspaltenhaltung, die in solchen großen Anlagen anzutreffen ist, als ob das was ist, was nicht Tatsache ist. Und da können Sie nicht hergehen und die Menschen vor Ort beleidigen, Herr Primas. Da können Sie nicht hergehen und die Menschen vor Ort beleidigen. Sie sollten es besser wissen, weil diese Idee der Fleischfabriken so alt ist, dass wir damit genug Erfahrung, übrigens auch zu DDR-Zeiten, in den Kombinaten industrieller Tierhaltung
gehabt haben und die auch dokumentiert ist, mit mehr als 100.000 Schweinen, die damals gehalten wurden in den Kombinaten industrieller Tierhaltung. Absterbende Wälder waren die Folge, verseuchtes Wasser. Das ist inakzeptabel. Und warum wir quasi diese Lärmschleife noch mal brauchen, das verstehe ich nicht, Herr Primas. Und es ist auch falsch. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist auch falsch. Frau Mühlbauer hat das vorhin dargelegt, dass wir eine erhöhte Quote brauchen, um den Eigenbedarf zu decken. Weil nach Ihrer Rechnung, meine sehr geehrten Damen und Herren, müssten wir auch ganz dringend mehr dafür tun, dass Gemüse und Obst in diesem Land angebaut wird. Da haben wir nämlich eine Eigenverbrauchsquote von gerade mal 23%. Warum stellt sich denn hier Abgeordnete, Ihre Redezeit ist zu Ende. Dass das erhöht wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir wollen eine Agrarwende. Wir wollen einen Minister, der sich um Umweltpolitik kümmert. Und wir wollen einen Minister, der weiß, wovon er redet. Vielen Dank. Dankeschön. Es gibt auch Redezeit noch. Ja, ja. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Sehe nichts seitens der Landesregierung. Bitte sehr, Herr Minister Reinholz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Fraktion Die Linke hat ein Thema für die Tagesordnung der heutigen Plenarsitzung angemeldet, bei dem ich eigentlich davon ausgegangen war, dass meine Entschuldigung in einer Presseerklärung vom 3. April bei allen angekommen ist. Das scheint offensichtlich jedoch nicht der Fall zu sein. Ich wiederhole deshalb meine Aussage vom vergangenen Donnerstag noch einmal ausdrücklich. Ich bedauere, dass ich mich in einer Diskussion um die Ansiedlung einer Schweinemastanlage in Imrode zu einer unangemessenen Äußerung habe hinreißen lassen. Mit meiner Entschuldigung für die unangemessene Äußerung ergibt sich natürlich gleichzeitig bezogen auf die beiden Fragen der Fraktion Die Linke die klare Antwort. Zu Ihrer ersten Frage, nein, die Bürger von Imrode müssen ihre Heimat nicht verlassen, vielmehr müssen wir alle nach neuen Wegen des Dialogs und neuen Instrumenten der Konfliktbewältigung suchen. Ziel, meine Damen und Herren, muss es sein, die unterschiedlichen Interessenlagen zwischen potenziellen Investoren, moderner Tierhaltungsanlagen und den Bürgern in der jeweiligen Region in den Entscheidungsprozess von Beginn an bei der Abwägung noch besser zu berücksichtigen bzw. Dispenspunkte aufzuarbeiten und einer Klärung zuzuführen. Zu Ihrer zweiten Frage, auch hier ein klares Nein. Die Politik der Thüringer Landesregierung hat selbstverständlich zum Ziel, die Bürger unseres Landes auch mit attraktiven Standortbedingungen im Freistaat zu halten, ihnen hier gute Lebensperspektiven zu ermöglichen und, wie Sie selbst angesprochen, Herr Ramelow, rückkehrwilligen Thüringern den Neustart in ihrer Heimat zu erleichtern. Meine Damen und Herren, ich möchte diesen offensichtlich notwendigen Dialog zur Ausgestaltung einer modernen, tiergerechten, landwirtschaftlichen Nutztierhaltung unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen der Menschen im ländlichen Raum aktiv mitgestalten und habe deshalb die zuständige Fachabteilung in meinem Haus gebeten, den Diskussionsprozess durch die Gründung einer Arbeitsgruppe moderne, tiergerechte, landwirtschaftliche Nutztierhaltung zu begleiten. Diese Arbeitsgruppe soll neben den wichtigen landwirtschaftlichen Berufsverbänden auch Vertreter des Umwelt- und Naturschutzes sowie natürlich des Tierschutzes angehören. Ich verspreche mir davon, den Dialog zwischen den verschiedenen Interessenverbänden und Akteuren beim Thema Zukunft der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung in Thüringen auf eine neue Grundlage zu stellen und damit neue Wege des Dialogs zu organisieren, um eine breit getragene Kompromissfindung auch zu ermöglichen. Lassen Sie mich abschließend noch eine Anmerkung zu Frau Mühlbauer machen. Darüber, Frau Mühlbauer, müssen wir noch mal reden, weil wir völlig verschiedene Zahlen haben. 3 Millionen Kilogramm sind 3.000 Tonnen und 6 Millionen Kilogramm sind 6.000 Tonnen. Wir schlachten in Thüringen aber 133.000 Tonnen. Also das kann irgendwo jetzt nicht ganz zusammenpassen. Würde ich denken, sollten wir bilateral noch mal miteinander reden. Herzlichen Dank. So.
Die Frau Körnes hat ein einnehmendes Wesen. Frau Mühlbauer, Sie haben noch 20 Sekunden Redezeit. Herr Minister, ich wollte Ihnen nur meinen Quellennachweis noch liefern. Den statistischen Bericht des Freistaates Thüringen, Thüringer Landesamt für Statistik, den viertes Quartal 2013, die Seite 22, 26, lebende Tiere, Spalte 103, Ein- und Ausfuhr. Sie können es mit Sicherheit nachrecherchieren. Dankeschön. Das waren jetzt 20 Sekunden. Und ich darf jetzt diesen Teil der Aktuellen Stunde schließen und rufe den vierten Teil auf Antrag der Fraktionen der CDU und der SPD zum Thema Auswirkungen der EEG-Reform auf Thüringen. Dazu liegt die Unterrichtung durch die Präsidentin des Landtages in der Drucksache Nummer 5/76/15 vor. Ich eröffne die Aussprache und als Erster hat Minister Höhn um das Wort gebeten.